So, hallo und herzlich willkommen zurück zu der zweiten Hälfte der Totally Accurate Battle Simulator Folge, die ich schon aufgenommen habe. Viel Spaß! Piu! Alter, jetzt darf ich mit den Einheiten kämpfen. Oh. Was macht der Monkey King? Zeigt es mir. Ach, der kann so hüpfen. Und Duplikate von sich machen, der ist ja richtig krass. Hä? Den hab ich gerade gewonnen? Ja, wahrscheinlich, wenn das Original stirbt, ist der einfach K.O. Ja, die Gegner wissen nicht, welches das Original ist. Kann der eine Gegner mal sterben? Hallo? Danke. Danke, Monkey Kings. Ja, die sind richtig cool. Ja, was machen die gegen Samurais? Weil ich hatte nichts Gescheites gegen Samurais und die wirkten so... Ja gut, die haben jetzt nur Nahkämpfer. Ja, die wirken trotzdem ultra stark, die Samurais. Vielleicht habe ich es mir auch einfach eingebildet, weil die verlieren gerade echt krass. Komm, triff den einen bitte, dann könnt ihr gegen den Damage-Gegner kämpfen. Okay, Loser. Okay, aber was machen die gegen... Ein Ninja kostet 500? Kein Wunder, dass es so schwer war bei dieser einen Mission, wo die irgendwie 20 Ninjas hatten. Warum durften die 500 Ninjas haben und ich hatte so wenig Einheitenpunkte? Ja, 4 Ninjas reichen nicht, um die aufzuhalten. Ja doch, scheinbar schon. Die Ninjas sind einfach so nervig. Mit ihren 10.000 Wurfsternen. 4 Ninjas einfach. Hey, Ninjas. Blablabla. Warte, wir müssen die Ninjas alle auf den Fleck stellen. Sonst funktionieren die nicht. So ist besser. Ninja Time! Machen zu wenig Schaden, glaube ich. Die Mammuts. Ja, die Mammuts haben gewonnen. Ja, Mammuts sind ultra easy zu besiegen. Ach, ich darf nur die Ninjas einsetzen. Ah, dann ist ja cool. Dann ist ja ultra cool. Na, guck mal, dann kann ich ja hier richtig reinsprengen. Tut mir leid, Mammut. Der hat noch Feuerwerk im Gesicht hängen. Nachgeladen. Auf Wiedersehen. Danke. Es macht viel mehr Spaß, als gegen die zu kämpfen. Wir sollen es andersherum releasen. Ja, aber es ist auch eine coole Belohnung gleichzeitig. Interessante Punktezahl, die ich hier habe. Wollen die etwa Feuerwerkbogenschützen von mir? Feuerwerk Time. Da fliegen sie alle rum. Nachladen. Feuer. Haben die alle unterschiedliche Schusszeiten? Oder warum war das jetzt verteilt? Ich spreng hier auch gegenseitig. Ja, die Knochenmages haben wir schon mal. Den einen verfehlen sie natürlich zufällig, der gerade genau in ihnen drin steht. Okay, brauchen zwei Camps. So ist besser. Feuer frei! So. Genau, so sind sie direkt aufgeteilt. Ja. Wir haben die Starken alle erwischt. Müssen wir nur noch die Bone Mages irgendwie wegspringen. Ja, einen Bone Mage haben wir. Treff den zweiten Bone Mage, komm. Ich glaube an euch. So knapp. Ja, zweiter Bone Mage getroffen. Warum kommt da noch einer vor? Da habe ich gerade noch gesehen, wie einer einen Schlag ins Gesicht bekommen hat. RIP. Da können drei Ninjas die töten. Da kommen zwei Mönche jeweils hin. Und dann im Hintergrund. Feuerwerkbogenschützen. So, let's go. Das ist der easy Plan. Besonders, weil ich meine eigenen Einheiten mit den scheiß Pfeilen treffen kann. Ja, die Ninjas machen schon wieder alles solo. Wer hat Ninjas nicht ausgedacht? Wir haben einfach so viele Wurfstellen, dass nichts überlebt. Alles hat funktioniert. Also, was soll's. 100 Schüsse und keiner trifft den Armen. Knochenmagier, der da gerade... Der lebt noch, ne? Okay, jetzt ist er tot gelandet. RIP. Durch die ganze Map geschleudert. Ultra easy. Ich nehme einen Samurai als Bait. Und der zieht das Mammut nach vorne und dann kann das Geschütz darauf schießen. Und dann platziere ich hier einfach Ninjas dahinter. Ja, schon gewonnen. Ja, fast.
Kannst du nochmal schießen? Okay, erstmal Mut ist glaube ich tot. Jetzt kommen meine Ninjas einfach durch. Egal was kommt. Selbst wenn sie 1000 Steinwerfer haben. Ninja Time. Alter, der Ninja ist sogar ausgewichen. Oh, schade. Versuch 2 mit derselben Taktik. Ich finde halt, dass das Mammut direkt tot ist. Ja, so ist viel besser. Jetzt können die Ninjas vorne kämpfen. Das sind echt viele für die paar Ninjas, ne? Na, schauen wir einfach mal. Kann mein eigenes Ding mir eine Einheiten töten? Es wirkt so. Warum kann das Ding meine eigenen Einheiten töten? Blitzi ist halt irgendwie schräg. So, Mammut tot. Jetzt kamen wir von 2 Seiten in Angriff. Hoffentlich. Feuer! Es hat keinen einzigen Pfeil getroffen. Was ist das für ein Ding? Los, schieß! Alter, was... So, ein bisschen abgeändert. Aber an sich eigentlich noch dasselbe Prinzip. Ja, das Mammut ist tot. Und wir haben jetzt hier 2 so... Stabkämpfer, die sich gerade gegenseitig blocken. Weil die sollen eigentlich tanken. Ja, das Geschütz hat getroffen. Oh, das ist gut. Jetzt haben wir es. Auf jeden Fall. Jo. Eigentlich hätte es mit der letzten Taktik schon funktioniert. Alter, die Pfeile, die gerade... Wo hat es hingeschossen? Das schießt irgendwie hier hin. Alle einfach komisch. Achso, man kämpft sich so mit den Ninjas dann durch alles durch, weil wir haben jetzt gerade das Tribal bekämpft die ganze Zeit. Dann kommt jetzt Pharma, Medieval, Ancient, da kommt ja 100 Jahre was. Hallo! Irgendwie ist eine Woche für mich vergangen, aber wir sind noch in derselben Folge. Und es kam ein Update, einen Tag nachdem ich diese Folge aufgenommen hatte. Richtig ungünstig, weil ich kann mit F jetzt Einheiten kontrollieren. Habe ich geschossen? Ich will öfter schießen. Schieß nochmal. Da. Oh Gott, ich will mir nicht langsam. Nein, geht weg. Oh Gott, Hilfe. Mama. Nein. Oh, die Hobbits kommen. Lauf. Lauf. Ja, man kann jetzt Einheiten kontrollieren. Ah, und da unten ist sogar mein Cooldown. Das ist ja cool. Ich will nur hier kurz schnell hinter das Haus fliehen. Oh nee. Alter, der Ninja muss doch richtig cool sein. Alter, mit längs... Wie cool haben die den programmiert, bitte? Warum ist da drüben noch ein Samurai von mir? Oh Gott, so viele Hobbits. Das ist richtig gruselig. Das gefällt mir. So, clear. Okay, nice. Dann können wir jetzt einfach selber mitspielen. Wie cool ist das denn? Dann sind wir einfach ein Teil der Schlacht. Haben wir jetzt unsere Armee? Wie komisch ist denn das denn, den Monkey King zu spielen? Ich bin gerade viel zu sehr interessiert. Space funktioniert nicht. Ich kann schlagen, aber ich kann nicht diese Hüpfen machen. Um Gottes Willen. Du hast trotzdem Millionen Klone von mir. Los, Monkey King. Oh, ich bin tot. Darf ich jetzt spielen? Was haben wir denn? Wir haben diese Heuklotze, die sind schon mal doof. Aber wir haben Ninjas. Die stellen wir da und da hin, die werfen dann da drauf. Vielleicht kann ich die echt einfach ins Wasser locken. Dann in der Mitte ist ein Dragon, der verbrennt einfach die ganzen Heudinger. Und dahinter kommen dann ein paar Samurais. So, das ist mein Plan. Und ich übernehme den Bogenschützen dafür. Okay. In irgendeiner Weise hat es funktioniert. Ich schieße einfach in meine Leute rein. Oh Gottes Willen. Was ist da hinten los? Mein Volk braucht Hilfe. Haja. Oh oh, das war meiner. Ah, egal, der Drache blockt die alle. Alter, die Explosion hat ja wirklich funktioniert. 2, 1, Feuer. Oh Gottes Willen. Kein Wunder, dass meine Einheiten die treffen. Ist ja ultra schwer. Ja, ich kann den weglaufen und sowas. Wie cool ist das denn? Nervt es, wenn ich in den drin bin? Ich hoffe nicht, weil ich finde das super cool. Okay, die haben 1000 kleine Einheiten, dann kommen Ninjas. Und hier hinten kommen dann ein paar Bogenschützen. Ich weiß nur noch nicht, was ich gegen diesen
komischen Rabentypen mache. 300 haben wir noch. Kann ich 2 Samurais noch machen. So. Nehmen wir einfach immer einen Bogenschützen, weil dann sind wir schön weit hinten im Kampfgeschehen. Feuer! Ich muss einfach versuchen, den Bogen, den Typen da hinten zu treffen. Komm, eine Sekunde noch. Oh, oh. Lauf! 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 Ja! Lass sie alle in die Schlucht! Okay, ich war der Letzte. Oh nee. Die Armee der Bogenschützen. Und ich bin der König. Toggle FPS. Ach, ich kann wirklich First-Person-mäßig reingehen. Das, dafür ist C mit Change-Kamera gemeint. Bin tot? Oh, ich wollte nicht beenden. Sorry. Okay. Ich wollte nur... Leave F. Ah. Die auch genau mich gefokust hat, ne? Oh Gott. Es tut mir leid. Da, schnell. Komm, renn. Kleine Einheit, ich glaube an dich. Nein, warum ist... Wo kommt dieser Superbauer her? Da einfach. Ist voll losgesprintet, dieser eine Bauer. Alter, guck mal, ich mache die Ninjas hier so auf die Brückenseiten drauf. Die Super Ninjas. Ich mache hier so eine kleine Kampfarmee aus 2 Mönchen, dass die irgendwie das wegtanken können. Und meine Ninjas stehen einfach hier im Hintergrund und passen auf. Töten alle. Ich kriege aber diese Bauern schon nicht tot. Komm, Attacke. Die First Person ist bei dir echt kacke. Okay, jetzt ist unsere Chance. Einfach, oh. Nein! Rettet doch nicht den Rabenmann! Wir haben den gerettet! Wir haben den gerettet! Ah, wir haben gewonnen. Okay. Ich wollte schon sagen, so, nein! Rettet nicht den Rabenmann! Aber er ist einfach gestorben im Fallen. Wie soll der Raben aussehen? Das ist super lustig. Haben wir sogar auch kleine Kugelaugen. Nice! Victory! Easy, würde ich sagen. Okay. Dann für euch ein Drache. Für euch ein Drache. Und dann müssen wir noch irgendwie diese wahnsinnigen Räderleute überleben. Wie viele darf ich denn machen? Alter, bin ich voll dabei. Let's go. Ja, meine Drachen verbrennen alles. Müssen wir nur diese komischen Wagenfahrer loswerden. Hey, ultra easy die Mission. Oh, ich habe meinen Drachen erwischt. Oh Gott, der eine hat noch Wagen. Wehrt euch! Oh, ich hab ihn. Puh, Hilfe! Ein Bogenschützen geht auf First Person. Ah ja. Alter, war es easy. War richtig easy. Ich würde sogar gerne nochmal probieren, aber es geht ja direkt ins nächste. So, was haben die jetzt? 2 Rabenleute und 2 Sensen-Typen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Let's go. Ein Rabe tötet halt einen Ninja. Aber wir haben gewonnen. Weil der Ninja noch überlebt hat, bevor der Rabe getroffen hat auf beiden Seiten. Das war einfach. Okay, Mittelalter. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Ihr könnt gerne irgendwelche Tipps noch in die Kommentare schreiben und so. Ich bin für alles offen. Und was ist diese riesige Einheit, auf die zustimmen? Hauptmenü. Falls sie wieder da ist. Nee, bei mir war da so ein riesiger Yeti. Hat mich sehr irritiert. Aber gut. Spiel es aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimmermann.